ins Ofenrohr. Ja, Paul, grüß dich. Machst du auch mit? Wir machen jetzt einen Beluga-Block. So, guten Abend miteinander. Oh, ist alles. Ja, schön, euch zum Treffen hier recht. Ich freue mich richtig. Ich habe euch heute zwei Sachen mitgebracht. Einmal Beluga, Russian Vodka, Marinsk, Mittelsibirien. Und einmal Grey Goose aus Frankreich. Ein eher so edler Tropfen, beides sehr edle Tropfen. Also eine aus dem Osten, das andere aus dem Westen. Und ich würde das gerne mit euch anprobieren. Was wollt ihr denn? Okay, dann schauen wir doch mal die Flasche an. Gucken wir doch mal, was für einer das ist. Aha. Grey Goose aus Frankreich. Das hört sich gut an. Ja, ich habe mir gedacht, Red Bull vielleicht schon Wodka. Ja, ja. Also da ist definitiv die graue Gans. Also die hat wirklich. Also wie man schon sieht, da fliegt man. Schauen wir mal. Also hier ist halt gar nicht mal so nach der sibirischen Weite, sondern jetzt sitzt man da so gemütlich hier in der Küche. Gell. Ich probiere jetzt einmal den französischen. Ja, also ich den auch sagen. Ja, gell, jetzt mal. Ich glaube, den probieren wir. Ja. Sagen wir mal eine Runde Flieger, oder? Ja, ich glaube schon. Genau. Ja, also, tun wir mal eine Runde Flieger, oder? Diesmal. Machen wir mal. Schon mal. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, eine unberührte Flasche. Unberührte Flasche. Rein. Also das bin ich jetzt auch gespannt. Das ist auch Flasche mit Korken, gell? Wunderbares Block. Wunderbar. Ein wenig reduzierter Klang wie der Beluga. Das stimmt. Trotzdem, gell? Aber trotzdem war doch noch. Ja. Der Block ist da. Der Block ist da. Schaut schon was anderes, wie er so scharf ist. Ja, ja, ja. Ganz andere Qualität. Muss man schon sagen. Ja, genau. Ganz andere Qualität. Da bin ich jetzt auch echt gespannt. Ja, das geht auch gut, ne? Okay. Ich bin so gespannt, einfach mal aus dem Westen etwas. Ja, aber wie Öl auf der Waage. Die graue Gans. Die graue Gans. Ja, dann probieren wir mal. Probieren wir nochmal. Ja, okay. Ja, genau. So. Zum Wohl. Was für ein Aroma. Leicht. Unkompliziert. Das hat schon. Wo kommt der mal her aus der Provence? Oder? Das muss ich mal schauen. Da steht. Also feines Aroma. Sag La Palau, Frankreich. Okay. Französische Leichte. Ja, französische Leichte. Genau. Jetzt probieren wir mal. Genau. Also, ich bin überhaupt nichts. Dieses Leben. Das ist doch das unbeschwerte Straße, Leben in Frankreich. Glasenkaffee. Ja. Gell. Genau. Ja. Sonne. Ja, gell. Das kommt da irgendwie schon vom Geruch ganz gut rüber. Gell. Diese Leichtigkeit. Gell. So. Ja. Schauen wir, ob der Geschmack aus ist. Ja, ja. Ja, bleibt. Ja, gell. Das ist. Geld. Verspricht. Ja. Ja. Französische Leichtigkeit. Ja, ja. Schmeichelt kaum. Ja. So das Leben, französische Leben, genau. So in den Cafés, am Abend. Ja, die Lebendigkeit. Er ist ein bisschen lebendiger als der Beluga. Ich finde, er hat ein bisschen mehr Drive. Das stimmt. Das stimmt. Der Beluga, der ruht eher so in sich. Und der. Ja. Der belebt nochmal so. Ja. Ja, das ist. Das ist halt der Unterschied zwischen Gans und Fisch, oder? Ja, ja, ja. Ganz genau. Das trifft es auf jeden Fall. Ja, absolut. Das trifft es jetzt nochmal gut.
Das ist natürlich, vielleicht ist das wirklich das Symbol fürs Wasser und hier in der Luft, wo mehr Bewegung, wo mehr Dynamik drin ist, aber dennoch sehr gefällig, angenehm, ja, fliegt sprichwörtlich, gell? Ja, genau. Frankreich. Frankreich, ja. Frankreich. Parlez-vous français? Voulez-vous coucher? Ja. Aber ich meine, genau. Ja. Ja. Wunderbar. Feines Töpfchen. Ja. Ganz fein. Also im dritten Schluck ist er wirklich ganz toll und geht ganz angenehm runter. Also richtig belebend, frische, unkompliziert. Wow. Warm, also aber, nicht zu warm, aber. Ja, aber brennt nicht, also warm, aber brennt nicht. Ganz genau. So wirklich eine feine Sache. Doch, ist ein schönes Tröpfchen. Das kann man wohl sagen. Ganz edel. Da bleibt da was, gell? Der hat da so einen nachhaltigen, ich merke es jetzt, wenn ich das. Französisches jetzt Lebensgefühl. So leer hat. Macht sich breit. Bleibt was. Ja. Ja, gell? Ganz toll. Sollten wir mal einen direkten Vergleich machen? Und probieren. Einfach mal zum Gucker so wie. Französische Leichtigkeit und dann ja, eben. Und diese, ja. Probieren wir die russische Weite. Ja. Diese russische Weite, genau. Französische Leichtigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann diese russische Weite. Da bin ich jetzt auch gespannt. Da wäre ich jetzt auch gespannt, ja. So im direkten Vergleich. Probieren wir es. Ja. Probieren wir es. Jetzt kommt ein bisschen. Gesagt, gell, der kommt jetzt nochmal nachhaltiger. Der ist ein bisschen voller. Ja, genau. Ja, danke. Jetzt bin ich gespannt. So den Direktvergleich. Den Direktvergleich, den haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Ja, genau, weil das ist schon so, was jetzt doch durchaus interessant sein könnte. Ich bin gespannt. Ich habe keine Idee momentan. Einfach jetzt so vom direkten Vergleich. Aber die Flasche schaut halt schon edel aus, gell? Also muss man schon sagen, also mit dem Abgehobenen, dem Dreidimensionalen auf der Flasche, mit dem Beluga da drauf, das hat schon was, gell? Das ist, das hat ja vom Haptischen, wobei man natürlich sagen muss, man tut sich schon fast schwer, weil diese, du hast ja hier ja auch eine Tiefe. Mit diesem Gebirge im Hintergrund. Ja, ja. Dieser Blick, gell, und, ja, aber auch gleichzeitig wieder die Leichtigkeit, gell, was du so sagst. Ja. Da, hier diese Haptik, gell, so, und da, ja, allein schon von diesem mattierten Glas her, gell, das gibt ja auch nochmal so diesen Eindruck, gell, von Leichtigkeit. Aber jetzt kommt da mal spannend, vom Kuch her. Zwei schöne Getränke. Und jetzt schon noch was Besonderes so im Vergleich. Ja, jawohl. Zum Wohl. Oder Nastrowie. Nastrowitschki. Nastrowitschki. Ja, der kommt jetzt schon mal. Der kommt noch weicher daher. Weicher, ja. Also Nase. Ja, ja. Okay, das da ist eine graduelle Abstufung. Der ist auf jeden Fall vom Geruch her. Ganz so schon sagen. Der kommt jetzt schon mal mehr hoch. Der steigt ja förmlich jetzt noch mal hoch. Da ist nichts. Da ist nichts. Ja, das ist jetzt schon ein Weiterraum. Ja. Das ist jetzt schon eine Weichheit, die ein bisschen fehlt. Also ich finde, der ist jetzt nochmal weicher und ich will jetzt nicht gerade sagen gefälliger, aber das ist. Also ich glaube, das symbolisiert das einfach so die russische Weite. Ja, genau. Bei diesem Getränk. Also da hast du nicht eine naive Gefälligkeit, sondern das ist wirklich, also das ist ein gradueller Unterschied. Also ich würde wirklich, also absolut. Wenn das ein Einser ist, dann ist das ein Eins mit zwei Sternen. Ja, ja. Also das ist genau. Würde ich auszusehen. Also er schmeichelt noch mehr. Ja. Schmeichelt noch mehr.
bin auch froh. Und drückt so auch irgendwas aufs fließende Wasser so ein bisschen aus. Ja, genau. Also ich finde, das ist das charakteristische Merkmal für russische Wetter. Ganz klar, eindeutig. Transsibirische Eisen. Ganz ein schönes Druck. Also ich habe hier das DB-Glas. Ja, ich hoffe, dass man es mal schafft. Dass man vielleicht einmal einen Beluga in der Transit probieren. In der Transit probieren. Das wäre natürlich der Burner. Ja. Das wäre mein Traum. Absolut. Also, ich denke, das wird man noch. Wunderbar. Also, den nehmen wir gern mit. Den nehmen wir gern mit. Zum Wohle. Richtig fein und klar in der Reihe.